Kutan Immobilien 100 Tage erfolgreich in Frankenthal. Das war für Georg Kutan auch Anlass für einen Empfang mit Freunden, Partnern und Mitarbeitern in der Niederlassung am Europaring 17 in Frankenthal. Und zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren der Einladung gefolgt. Bei uns ist Geschäftsstellenleiter Jürgen Boxheimer. Also die ersten 100 Tage in Frankenthal waren einfach nur super. Sie sehen es an der Kulisse im Hintergrund, die Geräusche. Wir haben einen kleinen Empfang geplant. Es sind unheimlich viele Leute und Gäste heute zu uns gekommen, was uns unheimlich freut. Und Frankenthal hat ganz einfach eingeschlagen. Wir haben in den ersten Tagen, wir haben gerade heute Nachmittag mal drüber gesprochen, über die Zahlen. Wir haben Ende April eigentlich das erreicht, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, bis zum Dezember diesen Jahres. Das kann man sagen, ist sehr erfolgreich. Woran machen Sie diesen Erfolg dingfest? Gut, wir haben natürlich eine super Lage hier. Wir werden gesehen, wir werden wahrgenommen in Frankenthal. Wir haben schon unser soziales Engagement hier in Frankenthal bewiesen mit Spenden für die Feuerwehr, mit Zusammenarbeit für das Kunsthaus, mit weiteren Tätigkeiten und Organisationen, die hier in Frankenthal tätig sind. Ich denke, wir haben uns integriert und das ist unser Erfolg. Wir wollen langfristig eine hohe Kundenzufriedenheit erreichen in Frankenthal und das ist unser Erfolg und das werden wir schaffen. Was bieten Sie an in Frankenthal? Für was steht Kutan Immobilien? Gut, wir haben natürlich unser Kerngeschäft hier in Frankenthal auch ausgeweitet. Kerngeschäft heißt Verkauf, Ankauf von Immobilien, aber auch die Vermietung und andere Tätigkeiten drumherum, ob das unser soziales Engagement, was ich bereits angesprochen habe, mit beinhaltet oder andere Tätigkeiten. Im Prinzip auf jedem Sektor, wer etwas von uns erwartet, wir versuchen es zu leisten. Wir machen kostenlose Verkehrswertermittlungen für unsere Kunden, um ins Gespräch zu kommen und da, denke ich, sind wir erfolgreich. Neben netten Gesprächen beim Netzwerken mit einem Imbiss porträtierte der über die Grenzen der Region bekannte Karikaturist Steffen Boissel die zahlreich erschienenen Gäste. Sophia Bauer an der Querflöte, Hack Jungsson am Klavier von der Musikschule Ludwigshafen sorgten für die musikalische Umrahmung. Ich wünsche dir, der Frau Bär und mir 100 mal 100 Tage und Fragen.